Meine Lieben, noch mal ein Haul-Video. Und zwar ist es so, ich habe bei Kiwiversum was bestellt. Und ich werde das jetzt aufmachen, Eingangskontrolle machen, ob da alles drin ist. Aber dann muss ich die abgeben, weil das ist für Weihnachten. Was ich total süß finde, ist, dass dieser Umschlag genäht ist. Habe ich auch noch nie gesehen. Und jetzt muss ich erstmal gucken, wie ich den hier aufrippel. Also, wir machen uns das ganz einfach. Mein Mann fragt mich dann, was wünschst du dir zu Weihnachten? Kiwiversum ist ein Shop bei Etsy. Und er hat da kein Konto, also habe ich das bestellt. Ich muss auch die Eingangskontrolle machen. Und dann sagt er das halt ein. Und dann gucken wir mal, was da drin ist. Oh Gott, was ist das denn? Also das hier ist definitiv ein Goodie. Und ich glaube, das sind Mini-Mini-Mini-Stempel. Oh mein Gott, das sind ja. Obwohl, ich meine, die Waschmaschine, die sind ja wirklich so klein. Ich bin jetzt nicht sicher, ob das die sind. Also ich hatte hier einen Fernseher, einen kleinen bestellt. Ich dachte, das passt auch ganz gut zu Cats and Apple Tree. Und ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, ob die Waschmaschine Goodie ist und die Lupe, weil ich hatte die auch bestellt. Und den Burger hatte ich bestellt. Nee, das ist tatsächlich die Größe von den Stempeln. Also die hier waren, glaube ich, für 2 Euro. Ein Fernseher, ein Burger. Und das hier war für 1 Euro. Ich habe die mir ehrlich gesagt ein bisschen größer vorgestellt als das hier jetzt. Wirklich mini, mini, mini. Gut, dafür hat sie noch 2 extra reingelegt. Ich packe das jetzt, damit das nicht verloren geht, mal beiseite. Und es ist so, die hat so ein Paketangebot, dass man 6 Stempel quasi, wenn man die großen bei ihr nimmt, die großen kosten 5 Euro, 6 Stempel für 25 Euro. Man könnte natürlich auch Mini-Stempel nehmen, macht nur keinen Sinn finanziell. Und das habe ich dann genutzt. Ich habe mir hier diesen Tuca. Den finde ich total toll. Also ich habe von Kiwiversum bisher noch nicht bestellt gehabt. Ich habe aber inzwischen 3 Stempel von denen von der Flohmarktgeschichte. Dann habe ich hier jetzt den Biber. Den finde ich auch großartig mit diesen großen Zehen. Dieser Wampe. Dann habe ich das Nashorn. Finde ich auch total knuffig. Die Ziege. Ich finde das total lustig, dass man hier den Popo so sieht. Dann mich ein bisschen mit meinem Neffen. Der hatte eine Phase, da fand er das total lustig, wenn man den Po von den Tieren gesehen hat. Da gibt es sogar übrigens ein Buch von. Haben sie mir doch tatsächlich mal eine Idee geklaut. Ich habe dann gedacht, da müsste man so ein Buch machen mit Tierpopos. Den hier und den Dino. Wobei, da muss ich gleich mal gucken, ob ich wirklich, ich meine, dass ich den anderen, nicht den Dino haben wollte, sondern einen anderen. Da muss ich dann gleich noch mal nachgucken, ob das richtig ist. Und
Also ich muss sagen, die Mini-Mini-Stempel habe ich mir in die größer vorgestellt. Die hier sind in Ordnung. Das ist so die Größe, oder beziehungsweise ich dachte noch, dass sie ein Tick größer sind, aber ich habe auch immer Probleme, die Größen einzuschätzen. Ja, das heißt, das wird dann, nachdem ich kontrolliert habe, dass ich den auch bestellt hatte, war glaube ich aber ein anderer, werde ich das Ganze eintüten, meinem Mann in die Hand drücken, damit das Ganze zu Weihnachten dann eingepackt wird und ich mich dann Weihnachten freuen kann, dass ich ein paar neue Stempel bekomme. Ich habe jetzt noch mal nachgeguckt und zwar, ich wollte den anderen Dino. Das Problem ist, es gibt zwei Dinos in den Shop. Einmal den Fleischfresser und hier den Dino. Und ich wollte den Fleischfresser, also quasi den T-Rex haben. Also, wenn ihr da bestellt, passt auf, dass wenn da noch ein Zusatztext ist, und ihr dieses Sechser-Set bestellt, dass ihr das dann noch mit dazu schreibt, welchen ihr haben wollt. Ich finde den jetzt auch ganz knuffig, ist okay. Ich werde den jetzt behalten. So, nachdem ich mit meinem Mann über den falschen Stempel geredet hatte, habe ich die Verkäuferin von Kiwiversum angeschrieben. Eigentlich fällt mir sowas immer schwer. Ergebnis ist, sie hat mir jetzt den richtigen Stempel geschickt. Und ich bin ganz froh, dass ich die doch angeschrieben hat, weil den wollte ich halt haben. Den finde ich total lustig. Und muss sagen, da muss ich ein Lob aussprechen. Ein Top-Kundenservice da von Kiwiversum. Und ich habe gesehen, da sind auch noch so ein paar Stempel, die ich gerne hätte. Ich denke mal, dass ich da auch bestimmt irgendwann nochmal bestelle. So, ich wünsche euch einen wunderschönen Tag. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Über einen Daumen nach oben würde ich mich freuen. Noch mehr über einen netten Kommentar von euch. Sei das, weil ihr noch Fragen, Wünsche, Anregungen habt oder auch einfach so. Ich hoffe, wir sehen uns bald wieder.